Willkommen zurück bei Die Welt am Morgen. Guten Morgen. Höchstwerte in den Umfragen, lokale Wahlsiege. Die AfD erlebt in diesem Sommer weiterhin einen echten Höhenflug. In Thüringen liegt sie aktuell bei 34%. Und die Gründe? Vornehmlich Protest gegen die Ampel und gegen die Union. Und dennoch steigen die Begehrlichkeiten bei den Rechtspopulisten. Und so denken sie über einen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl nach. Doch ausgerechnet der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland mahnt seine Partei jetzt und hat vor allem Alice Weidel im Visier, ihres Zeichens Co-Parteichefin und Co-Fraktionsvorsitzende. Tino Chrupalla oder Alice Weidel. Wenn es nach der AfD geht, könnte einer der beiden bei der nächsten Bundestagswahl Kanzlerkandidat werden. Die Umfragewerte der AfD so gut wie nie. Die Regierungsambition deshalb groß. Doch ihr Vorgänger und Ex-Parteichef Alexander Gauland grätscht dazwischen. Laut ihm ist die Zustimmung in der Bevölkerung in erster Linie nicht der Verdienst der AfD. Sie verdankt sich den Fehlern der anderen. Man muss jetzt realistisch bleiben, eine Kanzlerkandidatur ist nicht realistisch. Der Höhenflug der AfD also nur dank der Fehler von Ampel und Union? AfD-Chefin Alice Weidel weist diese Kritik zurück. Ich sehe es so, dass wir in einer Situation, in der wir die Kanzlerpartei in den Umfragen überholt haben, einen Führungsanspruch formulieren müssen. Die Wähler erwarten von uns, dass wir Verantwortung übernehmen. Fakt ist, die Attacke von Gauland kommt in einer Zeit, in der die AfD ein neues Umfragehoch erreicht. Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene. Laut einer aktuellen Erhebung kommt die AfD in Thüringen auf 34% und wäre damit alleine so stark wie die Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne zusammen. Die CDU kommt nur noch auf 21%. Es gibt nun einmal in Deutschland eine Menge von Leuten, die sich nicht als links und nicht als mittig empfinden, sondern als rechts. Diese Leute will die CDU seit langer Zeit nicht mehr vertreten, sondern sich als eine Partei allein der politischen Mitte aufstellen. Und deshalb haben nun viele in der CDU keine politische Heimat mehr, glauben aber, sie in der AfD gefunden zu haben. Doch eine Regierungsbeteiligung der AfD im Bund hält Gauland für unwahrscheinlich. Bisher lehnen andere Bundesparteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ab.